Willkommen, Leute, zu Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, der dritte Teil der Phoenix Wright-Reihe, beziehungsweise der Ace Attorney-Reihe wohl eher. Und ja, nicht lang labern, ne? Wir haben die ersten beiden Teile ja schon auf dem Kanal gespielt. Wunderschöne Spiele. Und der dritte wird dem natürlich in nichts nachstehen. Und deswegen nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, ab geht's. Episode 1, Wandel der Erinnerung, gib ihm. Bin ich nur da reingeraten? Warum? Warum habe ich das getan? Das Mädchen, du solltest dich nicht mehr mit ihr treffen. Hey, das geht dich nichts an. Ich will dich nur warnen. Wenn du dich weiter mit ihr triffst, wirst du es bereuen. Du lügst! Hör zu, es gibt etwas, das du über dieses Mädchen wissen solltest. Hör auf! Hör auf, schlecht über sie zu reden! Ich war's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht getan. Phoenix Wright, höchstpersönlich, der Böse. 5 Jahre zuvor, Mia Fey, zweiter Fall. 11. April, 9.40 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Puh, es ist soweit. Ich bin ziemlich nervös. Oh, Herr Großberg, guten Morgen. Ah, Mia, bitte beruhige dich. Sonst wirst du noch wegen auffälligen Verhaltens festgenommen. Wovon reden Sie da? Ich bin ganz locker, Herr Großberg, sehen Sie? Ganz locker. Das ist mein Revers los. Du hast offensichtlich nicht das Temperament für einen Anwalt. Es tut mir leid. Ich bin heute nur so nervös. Oh, stimmt ja. Das ist dein erster großer Fall, nicht wahr? Nun, du brauchst keine Angst zu haben. Ich, Marvin Großberg, bin ja bei dir. Genau genommen ist es mein zweites Mal vor Gericht. Trotzdem war ich ziemlich überrascht, als du gestern Abend gesagt hast, lassen Sie mich diesen Fall übernehmen. Das war ziemlich energisch. Ich habe erst gestern von dem Fall erfahren. Wie bitte? Und du hast schon sämtliche relevanten Fakten im Kopf? Nun, was das angeht, sehen Sie, ich meine, natürlich, glaube ich. Ui. Unser Mandant darf auf keinen Fall merken, dass du so nervös bist. Siehst du den armen jungen Kerl im rosa Sweatshirt? Das ist unser Mandant. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Versuch zu lächeln, Mia. Ich, wollte nur sagen, ich werde alles geben. Das wird schon werden. Null Problemo. Oh, was ist mit Ihnen? Sind Sie erkältet oder so, Herr Bry? Es heißt Wright. Wie die Flugzeugbauer. Kaum einer kriegt's richtig hin. Und ja, ich bin erkältet. Darum trage ich auch diese Maske. Mein Doc meint, so stecke ich keinen an. Denken Sie an die anderen, sagt er immer. Gut, Herr Wright. Sie haben heute nicht das Geringste zu befürchten. Wenn Sie wirklich unschuldig sind, werde ich Sie retten. Versprochen. Bitte, lassen Sie mich los! Ja, er ist der Angeklagte, nicht du. Er sollte nervös sein. Du musst für deinen Mandanten stark bleiben, Mia. Ich heiße Mia Fey. Ich bin noch ziemlich neu im Anwaltsgeschäft. Mein erster Prozess vor Gericht ist 1 Jahr her. 1 Jahr? Es war so schockierend, dass ich nie wieder einen Gerichtssaal betreten wollte. Inzwischen ist 1 Jahr vergangen und nun stehe ich wieder hier. Aber dieses Mal werde ich gewinnen. Für meinen Mandanten und für mich selbst. Hoffen wir mal. 11. April, 10 Uhr. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Das Gericht verhandelt jetzt den Fall von Phoenix Wright. Übrigens, dieses Spiel ist natürlich ein Gerichtsspiel.
eine Visual Novel, könnte man sagen. Und alles Relevante, ich könnte euch das jetzt erzählen und so, ist aber total unnötig, denn der erste Fall ist immer ein sehr gut gemachtes Tutorial. Dementsprechend kriegt ihr alles Wichtige mit, wenn ihr es einfach schaut. Passt einfach auf. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Verteidigung nimmt heute Frau Mia Fein, nicht wahr? Ja, euer Ehren. Gibt es da ein Problem? Ich dachte nur, dass Marvin Großberg die Verteidigung führen würde. Ja, nun, wissen Sie, Herr Großberg hatte... es gab eine Art Notfall. Notfall? Aber steht er nicht direkt neben Ihnen? Ja, nun... Sie sind bloß ein Anfänger. Sind Sie sicher, dass Sie das hier schaffen? Lass dir keine Angst machen, Mia. Sieh ihn so entschlossen an, wie du kannst. Natürlich, euer Ehren. Glaube ich. Nun, Herr Payne, Ihr Eröffnungsplädoyer, bitte. Gut. Dass ein Veteran wie ich den Aufpasser für diese neue Anwältin spielen muss. Keine Sorge, Kleine. Es geht schnell vorbei. Was sollte denn das jetzt? Will er mich dumm anmachen? Oder was? Also dann. Ich würde gern mit meiner Zusammenfassung des fraglichen Tages beginnen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Campus der Universität Harclay. Das Mordopfer war ein Student namens Doug Swallow. Er studierte Pharmakologie im 8. Semester. Das klingt, als wäre ein kluger junger Mann gewesen. Ja, nun, hier haben wir ein Foto vom Tatort. Kurz nach dem Mord haben ein paar Studenten die Leiche des Opfers entdeckt. Und den Angeklagten, der wohl seine Flucht verfuscht hat. Sie riefen die Polizei. Das lässt den Angeklagten in der Tat sehr verdächtig erscheinen. Na schön. Das Gericht akzeptiert dieses Foto als Beweis. Tatortfoto 1 zur Gerichtsakte hinzugefügt. Übrigens, die Todesursache lässt sich anhand des Fotos nicht erkennen. Wieder einmal werden Sie im Ruf für besonderen Scharfsinn gerecht, euer Ehren. Die Wahrheit ist, das Opfer starb einen eher ungewöhnlichen Tod. Einen ungewöhnlichen Tod? Was meinen Sie damit, Herr Payne? Nun, vielleicht möchte die Verteidigung diese Frage beantworten. Hä? Eine einfache Frage. Vielleicht lockert sie das etwas auf. Ich bin eben ein Gentleman. Ach ja? Na los, Mia. Zeig ihm, mit wem es zu tun hat. Ah, eine perfekte Gelegenheit. Nun, was war es? Die Ursache? Na los. Bitte, wenigstens das musst du doch wissen. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Gelegenheit, die ganze Akte zu lesen. Oh, meine Hämorrhoiden spielen schon wieder verrückt. Oh shit. Sieh her. Die Details des Falls findest du in der Gerichtsakte. Aber das wusstest du ja schon, nicht wahr? Ah, die Gerichtsakte. Ich glaube, ich kann sie mit der Taste Gerichtsakte sehen. In der Gerichtsakte findest du unsere gesamte Munition. Wir können mal reinschauen. Da sehen wir hier die Anwaltsmarke. Dax Autopsiebericht, den können wir uns mal angucken. Todeszeitpunkt 9.04. um 15 Uhr. Die Todesursache war ein starker Stromschlag. Wissen wir jetzt auch Bescheid. Und das Tatortfoto können wir uns ansehen. Können wir auch nochmal in groß ansehen. Das ist sehr nice. Dann haben wir noch die Profile der einzelnen Leute. Kann man hier gucken. Alter 22, bla. Phoenix Whites Freundin sehen wir hier. Schlecht. Okay, aber wir machen mal weiter. Sieh dir alles darin genau an und denk scharf nach, bevor du irgendwas sagst, meine Liebe. Ja, Sir, das werde ich. Ich muss ruhig bleiben. Dieser Staatsanwalt darf einfach nicht gewinnen. Die Gerichtsakte. Okay, mal sehen. Ich berühre einfach die Taste. Ja, das hatten wir. Also dann wäre die Frau Strafverteidigerin so nett, die Frage zu beantworten. Wie, was war die Todesursache? What? Die Todesursache war ein starker Stromschlag. Was zur Hölle? Die erwarten doch jetzt nicht wirklich, dass ich das so einfach... Opfer... Was weiß ich denn? Elektrokution. Achso. Das ist dann wahrscheinlich Elektrokution, oder? Man weiß es nicht.
Die Gerichtsakte zufolge war es ein elektrischer Schlag, also war es eine Elektrokution. Elektrokution? Aber wie könnte das geschehen sein? Hatte der Mörder etwa eine neuartige, superstarke Betäubungswaffe? Wir werden die Antwort darauf im Laufe des Prozesses erfahren, euer Ehren. Aber zuvor gibt es noch eine wichtige Sache zu klären. Und die wäre? Nun, das Motiv natürlich. Anscheinend herrschte böses Blut zwischen dem Opfer und dem Angeklagten. Böses Blut? Was meinen Sie damit? Hoppla, das tut mir jetzt aber leid. Sie sind die Verteidigerin, also müssten Sie eigentlich davon wissen. Ich sollte Ihnen nicht so die Show stehlen. Diese selbstgefällige Art kann ich nicht ausstehen. Das ist Winston Payne, wie er leibt und lebt. Wie gewieft bis ins Letzte, verstehst du? Sie nennen ihn nicht umsonst den Grünschnabelkiller, weißt du? Der Grünschnabelkiller. Also hören wir uns an, was die Verteidigung vorzubringen hat. Warum herrschte böses Blut zwischen dem Opfer und dem Angeklagten? Und dieses Mal möchte ich einen richtigen Beweis sehen. Beweis? Kein Grund, gleich in Panik zu verfallen. Ich bereits sagte, du findest unsere gesamte Munition in der Gerichtsakte. Finde den Beweis, den du brauchst, und halt ihn dem alten Graubart vors Gesicht. Ja, Sir. Dem alten Graubart direkt vors Gesicht. Herr Großberg? Sie sollten eigentlich ein Vorbild für die junge Dame sein. Mia, in der Gerichtsakte findest du neben Beweisen auch Profile von Personen. Kann zwischen Profilen und Beweisen wechseln. Sieh dir alles genau an. Sehen wir mal, was wir da haben. Warum herrschte böses Blut zwischen Phoenix Wright und dem Opfer? Gut, die schauen wir uns jetzt mal an. Bei Phoenix, mein Mandant, bla bla bla. Er ist erkältet. Es kann eigentlich nur sie sein. Ah, da steht's auch. Phoenix Wright Freundin bis vor 8 Monaten noch Dax Wallows Freundin. Der Grund für das böse Blut zwischen den beiden war diese Frau hier. Dahlia Harsone, nicht wahr? Sehr gut, Frau Fay. Wenigstens das haben Sie richtig erkannt. Diese Frau ist die Freundin des Angeklagten Phoenix Wright. Aber bis vor 8 Monaten war sie mit dem Opfer Herrn Swallow zusammen. Da ist es offensichtlich, dass sie in dieser Sache eine Rolle spielt. Das war wieder typisch. Schon vor dem Kreuzfeuer hat er den Richter dort, wo er ihn haben will. Na schön, Herr Payne. Bitte rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf. Wenn das Gericht nichts dagegen hat, würde ich gern Herrn Phoenix Wright aufrufen. Was sehr, sehr ungewöhnlich ist für diese Serie. Denn normalerweise ist der Angeklagte nie im Zeugenstand zu sehen. Und wenn, dann nur sehr selten. Also wirklich, eigentlich nie. Was? Den Angeklagten? Und Frau Fay? Sehr gut. Schließlich ist Herr Wright unschuldig, oder? Die Verteidigung hat keine Einwände. Na schön. Das Gericht ruft Herrn Phoenix Wright in den Zeugenstand. Zeuge, bitte sagen Sie uns Ihren Namen und Beruf. Ja, ich heiße Phoenix Wright. Und mein Beruf ist, nun derzeit bin ich Verdächtiger. Nein, nein, er meint doch, was Sie gemacht haben, bevor Sie festgenommen wurden. Ich war Student an der Uni. Herr Wright, Herr Wright. Sie werden des Mordes an Ihrem Studienkollegen verdächtigt. Aber ich hab's nicht getan. Ich bin unschuldig. Ich sage Ihnen, ich war... Würde der Angeklagte bitte aufhören, uns mit seiner Erkältung anzustecken? Mir scheint, der Zeuge möchte etwas sagen. Nun, Herr Wright. Bitte klären Sie uns über Ihr Verhältnis zum Opfer auf. Wird erledigt, euer Ehren. Das Opfer und ich. Zeugenaussage. Ich gebe zu, ich war da. Aber ich bin kein Mörder. Ich habe nur eine Leiche entdeckt. Ich habe den Kerl sowieso kaum gekannt. Kein Wort habe ich mit diesem eingebildeten Möchtegern-Engländer gewechselt. Verstehe. Sie haben das Opfer also kaum gekannt. Genau, wie ich schon sagte. Ich bin kein Mörder. Puh. Der Richter scheint verstanden zu haben. Du bist zu naiv. Zu naiv. Hä? Mir scheint, Sie haben eine kleine Sache vergessen, junge Dame.
Und die wäre? Dieser Zeuge hat noch immer sein Kreuzverhör vor sich. Kreuzverhör? Er hat recht. Die Verteidigung muss das Kreuzverhör durchführen. Dabei geht es darum, in der Zeugenaussage Widersprüche aufzudecken. Widersprüche? Wenn ein Zeuge lügt, widerspricht die Aussage der Gerichtsakte. Aber Herr Wright ist mein Mandant. Auch wenn er dein Mandant ist, vor Gericht müssen alle Lügen ausgemerzt werden. Was ein Blödsinn, ne? Was ein Blödsinn an sich. Als Rechtsanwältin ist das deine Pflicht, verstehst du? Was meint ihr damit? Soll das heißt sagen, die Aussage gerade eben, gab es da eine Lüge, einen Widerspruch? Na dann, ihr Kreuzverhör bitte, Frau Fay. Bitte, Herr Wright, sagen Sie mir, dass Sie nicht gelogen haben. Das würden Sie mir doch nicht antun, oder? Na? Man munkelt. Das Opfer und ich. Okay, ab ins Kreuzverhör. Wir werden das so handhaben, dass ich immer jede Aussage von ihm angreife, auch wenn es eine offensichtliche Lüge ist, um einfach in dem Fall alles gelesen zu haben, weil da kommen manchmal immer ganz lustige Sachen bei rum und das sollte man sich schon gönnen. Ich gebe zu, ich war da. Mit da meinen Sie den Ort, an dem das Opfer ermordet wurde? Ja, so ähnlich. Jedenfalls passierte an dem Ort etwas. Etwas? Sie können nicht verbergen, was passiert ist. Wir haben ein Foto als Beweis. Wie auch immer, Herr Wright. Was hatten Sie am Tatort zu suchen? Ich dachte, Sie kannten das Opfer in Swallow nicht. Es war nur ein Zufall. Wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen. Ein Zufall, hm? Aber ich bin kein Mörder. Ich habe nur seine Leiche entdeckt. Sie haben gesagt, Sie hätten die Leiche entdeckt. Wer hat dann die Polizei gerufen? Hä? Leider haben ein paar andere Studenten die Polizei gerufen. Andere Studenten? Genau. Sie sind Zeugen. Zeugen, die gesehen haben, wie der Angeklagte neben dem Opfer stand in Zockzustand. Was? Ist das wahr, Herr Wright? Ja, niesen wäre schwerer nachzumachen, tatsächlich. Würden Sie bitte nicht jedes Mal niesen, wenn Sie in der Klemme stecken? Nun, es stimmt. Ich war ziemlich schockiert, als ich die Leiche entdeckt habe. Ich habe den Kerl sowieso kaum gekannt. Sie kannten also weder sein Gesicht noch seinen Namen, richtig? Richtig. Nein. Das heißt, ich meine... Also, was jetzt? Kannten Sie ihn oder nicht? Naja, ist gut. Hören Sie auf, hier rumzuniesen und den Fragen auszuweichen. Nun, vielleicht habe ich seinen Namen doch gekannt. Das ist mir neu. Warum hat er mir das nicht vorher gesagt? Ich hatte gehört, dass er mal mit Dolly zusammen war. Wer ist denn diese Dolly? Ja, es handelt sich um die Geliebte des Angeklagten, Frau Dahlia Hassung. Oh, ich verstehe. Ah, junge Liebe, so bittersüß. Aber das ist auch alles, was ich über ihn weiß. Kein Wort habe ich mit diesem eingebildeten Möchtegern-Engländer gewechselt. Herr Wright, in Ihrer Aussage haben Sie Folgendes gesagt. Ich habe den Kerl sowieso kaum gekannt. Das stimmt. Ich meine, warum sollte ich denn? Aber da stimmt etwas nicht. Wenn Sie ihn kaum gekannt haben, warum sagen Sie dann, dass er sei ein eingebildeter Möchtegern-Engländer? Nun, Herr Wright? Nein, ich weiß nicht. Ich bin kein Mörder, ich schwöre es. Herr Wright, ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, Ihre Aussage zu revidieren. Wie kommen Sie zu der Auffassung, das Opfer sei ein Möchtegern-Engländer? Ja, also... Hinten auf seinem T-Shirt hat er einen riesigen Union Jack. Haben Sie ihn am Tatort gesehen? Ich meine den Union Jack? Ich glaube, es ist die Flagge, ne? England-Flagge? Ja, oder? Ja, ja. Ja, das ist so.
Ja, stimmt. Ich habe ihn am Tatort gesehen. Darum dachte ich, dass er auf britische Sachen steht. Verstehen Sie? So was. Ehrenwort. Ich schwöre, ich war es nicht. Das riecht fauler als der Lachs, den ich gestern Abend gegessen habe. Dürfte ich Sie etwas fragen, Frau Fay? Ja, euer Ehren. Was ist denn jetzt wieder? Wer ist das überhaupt, dieser Union Jack? Die Flagge von Großbritannien heißt Union Jack. Hatte ich recht, ich bin so schlau. Wahnsinn. Oh, ich verstehe. Sie meinen wie eine Sternbanner, oder? Wie immer, euer Ehren. Verblüfft mich Ihre Einsicht. Hey, das ist mir gerade fast eingefallen. Irgendwas stimmt mit der Sache nicht. Hier gibt es einen Widerspruch. Herr Großberg. Ach, schnell, zeig dem Jungen, dass du es ernst meinst. Mit einem Beweis, meine ich. Okay, Mia, sieh dir die Gerichtsakte sorgfältig an. Nun, meine Liebe, schaffst du das ab jetzt allein? Ich schaffe es allein. Vor einem Jahr war ich schon mal in genau so einem Gerichtssaal. Ich kann es schaffen. Ich kann es allein schaffen. Pack dir nicht mehr auf den Teller, als du essen kannst. Das wird schon. Ich weiß, was ich zu tun habe. Du kannst ihn angreifen, um mehr Informationen zu bekommen. Und noch eines. Willst du einen Widerspruch aufzeigen, musst du einen richtigen Beweis präsentieren. Hey Mia, sieh dir die Aussage nochmal ganz genau an. Ja, aber ich habe schon eine Ahnung. In dem Fall skippen wir einfach durch. Kein Wort habe ich mit einem Möchtegern-Engländer gewechselt. Und bei der letzten Aussage, das T-Shirt, da können wir das Tatort-Foto präsentieren. Da sehen wir, dass der gute Mann eine Jacke anhat. Der könnte also sein T-Shirt gar nicht gesehen haben. Sind Sie sicher, dass Sie den Union Jack gesehen haben? Ja, das bin ich. Er prangte groß und breit auf seinem Rücken. Frau Fay, worauf wollen Sie mit Ihrer Frage hinaus? Euer Ehren, bitte sehen Sie sich nochmal dieses Tatortfoto an. Wie Sie sehen, ist dort nichts auf dem Rücken des Opfers. Hey, warten Sie. Er trägt eine Lederjacke. Der Union Jack war hinten auf seinem T-Shirt drauf. Ich dachte, dass Sie die Leiche zufällig entdeckt haben. Aber wenn das der Fall war, wie konnten Sie das dann wissen? Sie hätten nicht gewusst, was er unter der Jacke trug. Herr Wright, Sie haben mich angelogen. Bitte verzeihen Sie mir. Hier, Sie haben unseren Mandanten zum Weinen gebracht. Lassen Sie ihn das P auf seiner Brust. Lassen Sie ihn, das P auf seiner Brust steht sowieso nicht für Phoenix. Ich kann nicht fassen, dass ich ihm vertraut habe. Wright hat gelogen. Also. Ein beeindruckendes Kreuzverhör. Aber wie dieses beeindruckende Kreuzverhör weitergeht, liebe Leute, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.